Ja, guten Morgen. Hier sind wir beide wieder beim Wandern. Heute Morgen wollten wir mal ganz früh aufstehen und eine riesen Tour machen. Ja, und dann war es doch nicht so. Irgendwie hat mein Körper gesagt, Hansi, du hast die ganze Woche nicht geschlafen, du brauchst jetzt Schlaf. Jetzt haben wir Mittag und marschieren genau bei uns. Im Hintergrund seht ihr meine Haustür, bei uns zu Hause los. Und wir versuchen mal wenigstens einen Teil von der Tour, die wir wandern wollten, noch zu gehen. Und dann mit Bus und Bahn zurückzukommen. Wir gehen nochmal von weitem. Hier geht es jetzt die berühmte Ringstraße hoch. Die war erst vor 2 Wochen im Fernsehen bei hierzulande. Haben sie einen Bericht über uns gedreht, was hier alles losgeht. Und hier geht normalerweise der Bär ab. Nur heute halt gerade nicht. So, hier hinter diesen Wäldchen ist das Arenberger Kloster mit Dominikanerinnen. Da kann man sogar Wellnessurlaub machen. Und ja, immer dann, wenn man filmt, kommen hier Scharen von Leuten. Normal sind da gar nicht so viele. Und hier kann man so ein bisschen den Eingang, kann ich euch zeigen. Da ist bei uns, gibt es früher so eine Wallfahrtsstätte. Hier sind jede Menge so Heiligenhäuschen, Kapellchen und Figuren. Ich glaube sogar, den kleinen Umweg machen wir, da gehen wir mal durch unsere, wie heißt das überhaupt, das heißt nicht Klostergarten. Das heißt, die heiligen Orte zu Arenberg, da gehen wir mal einen ganz kurzen Schwenk. Ja, die Sonne ist heute so hell, man kann das kaum sehen. Hier, das ist natürlich ein wunderbarer Fuß- und Kreuzweg. Ich glaube, mein Papa, der ist am Karfreitag erst die ganze Station aufgegangen. Und hier geht es dann weiter zu den anderen Kapellen. Und in diesen Kapellchen, die sind jetzt leider abgeschlossen wegen Vandalismus, aber früher haben die Leute hier gebetet, ein Kerzchen aufgestellt. Und jetzt muss das leider abgeschlossen sein. Und von den Kapellchen haben wir ganz, ganz viele. Ich habe es nicht gezählt, aber es dürften in etwa 10 sein. Auch schön ist hier in diesen Kapellchen, weil ich bin selbst nicht so ein frommer Mensch. Aber das sind hier diese Steine. Wir hatten bei uns mal eine Blei- und Silbergrube. Und diese Mosaiksteine, die kommen alle aus diesen Bergwerken 100 Tage. Und die sind richtig grün. Ich glaube Malachit oder was das jetzt ist. Und das ist unsere ganze Kirche. Die ist riesengroß, nur mit solchen Edelsteinen oder Halbedelsteinen mein Deutsch wieder. Die kleben halt da an der Wand. Hier geht ein Weg an den Häusern von Niederberg vorbei. Da kann man schön fast bis runter zum Rhein laufen. Hier gehe ich auch manchmal her, wenn es nachts, wenn es abends schon dunkel ist und ich habe noch Lust, mich zu bewegen. Das ist auch einer der Wege, wo ich immer hergehe, weil man hier sich nicht verlaufen kann. Da hinten die Berge, die man sehen kann. Der Fernsehturm Kühlkopf im Hunsrück. Da hinten sind noch Häuser, das Krupplens Karthause. Und die ersten Obstbäume blühen auch schon. Heute ist übrigens Weißensonntag. Haben wir eben gemerkt, als wir an der Kirche vorbeigegangen sind. Da sind lauter junge Mädchen mit eigenartigen Gewändern rumgelaufen. Ja, dann nähern wir uns Koblenz-Ehrenbreitstein. Wenn man genau sieht, hier sieht man schon die ersten Gemäuer von der Festung Ehrenbreitstein. Da werde ich gleich noch ein Foto von machen. Von unten sieht man da mehr von.
Hier unser fahrender Dixie-Klo, der Schrägaufzug zur Festung, erinnert mich tatsächlich immer an diese Toiletten, die man in Baustellen sieht. Da oben kann man dann schon wieder nichts von der Festung sehen. Ich fotografiere die gleich mal von vorne. So sieht es in Koblenz ja Breitstein aus. Hat viele enge Gassen. Das ist eine schöne, man kann sagen, Altstadt, weil das war ja mal eine Stadt. Und zum Beispiel ist hier das Mutter-Beethoven-Haus. Und hier ist auch was ganz Besonderes. Und zwar ja, in Breitstein wurde ja von uns Bewohnern aus den höheren Stadtteilen immer das Dahl genannt, weil es halt im Rheintal liegt. Und die Bewohner von Ehrenbreitstein sind halt die Däler. Und hier gibt es den Däler Born. Das ist ein Brunnen. Da kommt das Sprudelwasser kostenlos aus der Leitung. Da sind wir als Kinder schon immer gerne hingegangen. Von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Fast schon wie eine Kapelle mit guter Akustik. Und als wir Kinder waren, da war hier in so einem Stand, da war eine alte Oma, die hat Brausetabletten verkauft und sowas. Und die Ahoi-Brause gab es hier. Im Becher, da konnte man sich hier Brunnenwasser nehmen. Mache ich auch gleich. Hier kommt das gute Zeug. Die Martina hat Becher dabei. Aus dem Kran. Ja. Hier kann man schon das erste Zeichen sehen. Ja. Hier, das ist auch ein Zuweg zum Rheinsteig. Und das war mal mein Plan gewesen, heute von mir aus zu Hause bis zum Rheinsteig und da ein Stückchen zu laufen. Mal sehen, wie weit wir noch kommen. Schon sind wir am Rhein. Da vorne ist der Kaiser, der steht am Deutschen Eck. Kann man jetzt nicht sehen, weil die schönen Hotelschiffe davor stehen. Aber irgendwo müssen die ja parken. Die Castorkirche. Hier ist das Deutsch-Herrenhaus, wenn ich mich nicht irre. Und hier kann man dann nochmal den Rhein mit der Pfaffendorfer Brücke sehen. Und hinten ist was Besonderes, das ist hier unser Überfahrt, unsere Fähre. Da kam man von Ehrenbreitstein nach Koblenz. War früher immer mal so ein Kindheitstraum, das Bötchen zu kapern und damit eine Weltreise, so eine Kreuzfahrt zu machen. Habe ich aber nie verwirklicht. Unsere schöne Pfaffendorfer Brücke, jahrzehntelang war sie gut gewesen und jetzt soll sie durch eine andere Brücke ersetzt werden. Da hinten dieses Gebäude ist das Weindorf, da kann man gut essen. Hier, das ist die renovierte Rhein-Mosel-Halle, kennt man kaum wieder. Hier auf dieser schönen Uferpromenade geht es jetzt weiter. Das ist auch ein Teil vom Rheinsteig.
Das hat mir früher schon immer gut gefallen. Man geht durch den Torbogen hier durch, ist im Bienenhorntal und man sieht jetzt wirklich von Pfaffendorf gar nichts mehr. Das war meine alte Mühle. Ja, man sieht eine sehr alte Mühle. Hier, irgendjemand hat das Dachfenster offen gelassen. Schade immer um solche Gebäude. Eine Schautafel. Und hier hat schon wieder jemand so eine tolle Überraschung versteckt. Ja, besser wie wenn der Beutel hier im Kinderspielplatz gelegen hat. Oh, ein Brunnen. Ja, wie dieser Rest von dem abgebrochenen Baum aussieht, das überlasse ich eurer Fantasie. Eine Waldtoilette. Hab extra geguckt, noch unbenutzt. Meine Buch wird jetzt stehen. Oberhalb des Waldes erreichen Sie eine Lichtung. Hier ist im Wald mal eine Schneise. Haben sie extra freigeschlagen, bestimmt, damit hier unten auf dem Blick der Blick zu unserer Koblenzer Brauerei nicht versperrt ist. Ja, jetzt hat die Martina extra Stopp gesagt, weil sie noch mit ihrer Gummibärchenstüte knistern wollte, bevor ich filme. Sehr rücksichtsvoll. Hier ist die gleiche Schneise nochmal. Da hinten, das ist unsere Südbrücke. Und da oben drüber, diese Häuser, das ist Koblenz-Kartause, da ist eine Uni und ein Gefängnis und sowas, was so eine Stadt so braucht. Und da ganz weit dahinter, das sind dann schon die Berge, diese Vulkanlandschaft von der Eifel, wo die Mare sind. Und das ist jetzt genug geschissen. Hier kenne ich mich natürlich ein bisschen besser aus, wie wenn ich woanders rum wandere. Deswegen kann ich auch was erzählen. Das hier, das hat nichts mit Forstwirtschaft zu tun. Das ist Frevel an der Natur. Dann nochmal vielen Dank an die Leute, die gerade höflicherweise sogar den Platz auf der Bank freigemacht haben, wie wir gekommen sind, uns zuliebe. Hier hat man nämlich eine saugeile Aussicht. Das heißt, der Hunsrückblick liege. Da ganz hinten auf der anderen Seite vom Rhein ist natürlich der Hunsrück. Und hier haben wir eben schon die Eifel gesehen. Noch sind wir ja hier im Westerwald. Und auf der anderen Seite, hier auf dieser Seite, da unten im Tal ist die Lahn, die kann man leider nicht sehen, die ist aber ganz dicht. Auf der anderen Seite von der Lahn ist der Taunus. Da haben wir hier ein Koblenz-Glück. In Koblenz läuft alles zusammen und man kann alles zu Fuß erreichen.
Ja, was mir aufgefallen ist, hier dieser felsige Weg runter ins Tal, der ist zwar schön, aber wenn jetzt da noch ein bisschen Eis drauf wäre, wird das bestimmt noch viel mehr Spaß machen, hier runter zu gehen. Wieder ein Blick in das Lahntal, weil ich ja schon mal gegangen bin. Der Rheinsteig geht jetzt wieder hoch, bis auf da, wo dieses komische Hotel ist. Und dann auf der anderen Seite wieder runter. Und das sparen wir uns heute. Dazu haben wir zu lang und zu gut geschlafen. Hier ist jetzt die Hütte oberhalb der Ruppertsklamm. Da machen wir gleich eine kleine Pause. Das sind Tische und Bänke. Und sonntags ist da immer ein Riesenrummel. Deswegen will ich da nicht filmen können. Das hier ist der Einstieg in die Ruppertsklamm. Ich kenne mich ja hier aus. Ich weiß, dass es schön ist. Aber viele, die den Film sehen, haben die Ruppertsklamm vielleicht noch nicht gesehen. Das ist empfehlenswert. Und hier ganz lustig. Hier ist ein Zeichen vom Lahnwanderweg. Hier wird man dann irgendwann auch noch mal herkommen, wenn man den Lahnwanderweg zu Ende geht. Aber bis hier wird es noch lange dauern. Genau, ich brauche mal ein Bild von dir. Schön, kann's weitergehen, hab geknipst. Die Rialto-Brücke. Hier kämpft sich die Martina durch den nicht vorhandenen Weg. Ich glaube, hier links war mal ein Weg und der ist abgesackt. Früher hatten wir hier Bundeswehrsoldaten, die haben immer sich um solche Aktionen gekümmert und haben hier so Wege instand gehalten, als sie noch nützliche Sachen gemacht haben. Hier geht's dann weiter. Und das ist der Weg. Man kann natürlich auch mit den wasserdichten Wanderschuhen einfach durch den Bach gehen. Aber das macht ja nicht so viel Spaß, wie hier lang zu gehen. Vielleicht hast du es geschafft.
Hier bin ich ja schon unzählige Male hergefahren und hergegangen. Für den armen Kerl, den sie da hinter Gitter gesperrt hat. Heiliger Lubentus, das ist bestimmt der Schutzpatron aller Knastinsassen. Der ist mir noch nie aufgefallen. Ist der Martina gerade aufgefallen, hier haben sie schon schön den Weg rechts für die Fahrradfahrer, links für die Fußgänger. Aber wo wollen sie die Fußgänger denn da hinlassen? Die wollen, dass wir baden. Ja, und hier noch was, wo ich normal einfach so dran vorbeigegangen bin, weil ich das jeden Tag sehe. Das hier ist jetzt die Burg Schlaneck. Kann man besichtigen, ist sehr interessant. Und hier auf der anderen Seite, hier ist ja ganz viel Lahn. Da hinten, hinter der Brücke, hinter der Fahne versteckt, ist Schloss Stelzenfels auf der anderen Rheinseite. Hier haben sie schöne Blümchen am Lahn. Das geht bis hier, ganz rund um den Äquator. Und hier ist Schloss Stolzenfels nochmal viel schöner. Ja, hier noch ein Zeichen vom Lahnwanderweg. Der wird wohl hier auch enden, weil hier ist genau die Mündung vom der Lahn in den Rhein. Aber den Lahnwanderweg, den gehen wir trotzdem nochmal komplett. Das ist nur Zufall, dass wir heute gleichzeitig auf dem Weg vom Lahnwanderweg laufen. Ja, und hier haben wir die Bahnhofsunterführung von Niederlahnstein erreicht. Und fahren mit dem Zyklen nach Hause und dann mit dem Bus. Sieht die nicht schön aus? Hier haben sie sogar beleuchtete Steine. Da hinten kommt noch was Größeres. Hier, die gehen noch an, wenn man kommt. Na gut, es waren. Hier, also so was Schönes. So, hier, da wollte ich da schon ein bisschen nach außen. Haben sie das nicht schön gemacht?